Was für ein schöner Ort, das Kloster Ribnitz in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten. Am 8. Juli treffen sich hier Menschen, entweder von Berufswegen oder ehrenamtlich mit der Geschichte unseres Landes befasst. Stier trifft Greif, Landesgeschichte Town Anfatten. So das Motto des Tages, organisiert vom Runden Tisch Landesgeschichte. Das große Ziel war, alle Akteure und Akteurinnen, die sich in diesem Bereich tummeln, mal miteinander zu vernetzen, ins Gespräch zu bringen. Und dann kamen wir schnell auf die Idee, wir müssen auch sichtbarer werden. Und mit dieser Aktion wollen wir Sichtbarkeit erreichen. Und wenn man sich umguckt, ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen. Rund 20 Vereine und Institutionen präsentieren ihre Arbeit im Innenhof des Klosters. Sie kommen aus Mecklenburg und aus Vorpommern nach Ribnitz-Damgarten. Eine Stadt, die selbst zum Teil mecklenburgisch und zum Teil zum historischen Pommern gehörte. Natürlich ist es immer Thema, so bei der Feuerwehr oder der Pommer und der Mecklenburg. Das ist immer so ein bisschen dieses frötzelnde Lustige. Aber es ist natürlich so, dass allein die Funktion Ribnitz-Damgarten, die beiden Ortsteile miteinander, also die können nur als Bindestrich funktionieren, ne? Weil wir uns natürlich funktional ergänzen. Und da kann das natürlich ja keine Rolle spielen, dass es da eine Grenze gibt. Ja, für mich ist die Frage Heimat als Thema und Landesgeschichte, wie füllen wir das eigentlich aus? Wir dürfen das nicht den Populisten, den Rechtspopulisten überlassen, sondern Heimat kann auch ein moderner Begriff sein. Heimat ist Identität und Heimat ist etwas, vor allen Dingen die Menschen, mit denen wir leben, aber auch unsere Geschichte. Die Vereine sind gerne dabei. Hier sind Enthusiasten am Werk. Sie sprechen gern über ihre Arbeit. Diese Arbeit ist wichtig. Aus den vielen regionalen Initiativen kann eine gemeinsame Identität erwachsen. Da ist der Dermine Heimatverein. Seit 2015 ist die Stadt ohne Museum. Das wäre gerade für Dermin so wichtig. Der Heimatverein ist ein vielfältiger Verein. Wir haben verschiedene Abteilungen innerhalb des Vereins, eine Geschichtssparte quasi, die sich auch mit dem Thema Dermin 45 beschäftigt, aber wo wir auch derzeit mitwirken, das Derminer Museum wieder neu aufzubauen und die Bestandsbetreuung zu übernehmen. Wir bauen derzeit ein kleines Eisenbahnmuseum auf, um auf die Eisenbahngeschichte der Berliner Nordbahn von Berlin bis Stralsund hinzuweisen. Haben auch eine plattdeutsche Gruppe, die sich einmal im Monat beim sogenannten plattdeutschen Nachmittag trifft, und haben auch die Verschönerungssparte, die eben die Innenstadt und ringsherum quasi Dermin verschönert. Die pommersche Kirchengeschichte ist eine tausendjährige Geschichte. Es gab ein Bistum Kamin, also das ist eine alte pommersche Landschaft, und uns geht es um die gesamte Kirchengeschichte, also um die Ortskirchengeschichte, um die Territorialkirchengeschichte, um die Bibliotheks- und Kulturdenkmäler, die damit verbunden sind, also in ganz großer Breite. Auch das, was an Relikten übrig ist, die Archivkunde ist ganz wichtig, es sind nämlich immer noch Schätze in unseren Kirchen vorhanden. Und auch Kirchengemeinden sehen das manchmal nicht, was für Schätze da sind. Die müssen auch gepflegt und behütet werden und erschlossen werden. Das ist das Wichtigste. Wir schauen uns um, was im Land geforscht wird, und laden dann diejenigen zu Vorträgen ein, die von September bis April dann einmal monatlich stattfinden. Wir versuchen, Tagungen mit neuen Forschungen zu veranstalten und kooperieren auch eben mit anderen Geschichtsvereinen. Dann, wenn etwas Spannendes gibt. Also das nächste große Projekt wird von beiden, von der Arbeitsgemeinschaft für mecklenburgische Geschichte und Kirchengeschichte und dem Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, gemeinsam eine Tagung in Ratzeburg sein. Ja, das finde ich einfach fantastisch. Ich finde, das muss langsam mal sein, dass man darüber spricht, dass man das zusammenbringt. Und dass man das eben auch in entsprechenden Einrichtungen wie Museen oder solchen Veranstaltungen zusammen denkt auch in Zukunft. Neben den Vereinen waren auch Akteure vor Ort, die Geschichte von staatlicher Seite aus betreuen und vermitteln. Die Stasi-Unterlagenbehörde zum Beispiel, ein Teil unseres Erbes, das auf weitere Aufarbeitung wartet. Wir haben in den Stasi-Unterlagen enorm viele Quellen über lokale und regionalgeschichtliche Entwicklungen, Vorgänge, beteiligte Personen. Und das ist auch im Grunde so der Antrieb, dass wir hier uns noch weiter vernetzen wollen, dass wir Interessierte auch daraufhin ansprechen wollen, sich diesen Teil der Geschichte auch eben zu eigen zu machen. Zeitgeschichtlichen Teil, der eben auch ins Hier und Heute reicht. Diktaturaufarbeitung findet eben auch lokal und regionalgeschichtlich statt. Wir haben auch einige Bücher, zum Beispiel wie dieses Buch hier. Da geht es um die Geschichte von Pommerns und auch noch ein Buch über die Geschichte von Mecklenburg. Also wir fokussieren uns auch eher auf die Gegenwart, also bei vielen
Publikationen, die wir auch selber herausgeben oder auch ankaufen. Am Vormittag gibt es Vorträge. Landesarchäologe Detlef Janssen spricht über das Archäologische Landesmuseum. Anfang der 2030er Jahre soll es in Rostock errichtet sein. Janssen geht auf Befürchtungen ein, dass pommersche Funde weniger präsent sein werden als mecklenburgische. Unterstützt wird er später von Carsten Schmoldt, ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und Mitglied im Förderverein Freundeskreis Archäologisches Landesmuseum. Er zeigt die Vielfalt archäologischer Funde im ganzen Land. Natürlich sind die Freunde auch mit einem Stand präsent. Ihr größter Wunsch, ein überschaubarer Zeitrahmen für den Bau des Archäologischen Landesmuseums. Definitiv sind wir natürlich alle schon ein bisschen mehr als gespannt, wann es nur endlich losgeht. Und wir versuchen natürlich als Freundeskreis schon Einfluss auf die Politik auszuüben, freundlichen Druck auszuüben, zu sagen, Mensch, nun muss es doch irgendwann mal losgehen. Bitte lasst uns die Sache koordinieren, lasst uns jemanden finden, der zwischen Rostock und dem Land immer super vermittelt. Da gibt es ja auch mittlerweile Fortschritte. Also das Verhältnis zwischen Rostock und dem Land ist ja deutlich besser. Und wir haben schon den Eindruck, dass sich da was tut. Aber da darf man auch nicht viele Sommerpausen mehr haben, bis es dann wirklich losgeht. Und wir wünschen uns das sehr, dass wir nicht 2040 erst eröffnen, sondern 2030, 31. Es gibt weitere Forderungen an die Politik in Mecklenburg-Vorpommern. Eine ist jedoch für den Nachwuchs an Historikern in Mecklenburg-Vorpommern existenziell. Es gibt keine Professur für Landesgeschichte, weder in Rostock noch in Greifswald. Ja, wir haben eine eindeutige Forderung, die haben wir schon lange. Die Professur für Landesgeschichte, die es in Greifswald gegeben hat, die aber aufgegeben wurde, muss wieder eingeführt werden. Da in Greifswald, das ist nun der pommersche Raum, da werden Lehrer unterrichtet, Geschichtslehrer unterrichtet und die erfahren nichts über die Landschaft, in der sie studieren. Das geht nicht. Ein umfangreiches Kulturprogramm erwartete die Besucher am Nachmittag. Aber schon der Vormittag hat deutlich gemacht, dieser erste Landesgeschichtstag hat funktioniert. An diesem schönen Sommertag, an diesem schönen Ort, im Kloster Ribnitz-Damgarten.